Ja, vielen Dank, Markus. Thema Geländemodellierung kann die Karl ja schon länger, aber die Baugrube, eine lang ersehnte Funktionalität. Und die hat es nun endlich in die Version 2024 geschafft. Bevor ich starte, ein kurzer Überblick über das, was ich gleich zeigen möchte. Das Gelände selber würde ich mit einer Datei importieren. Das ist ja ein Zusatzmodul in Vicado. Sieht dann ungefähr dann so aus, wie wir hier sehen. Dann werde ich drei Bauphasen durchwandern sozusagen. Der Anfangszustand ist zunächst einmal das ursprüngliche Gelände zu importieren. Das sieht dann halt so aus. Die zweite Bauphase, der Bauzustand, da geht es dann tatsächlich um die Baugrube halt, was dann letztendlich dann so aussehen wird. Und die dritte Bauphase, der Endzustand, wo das Gelände nochmal modelliert wird, das würde dann halt dann so aussehen. Gut, am Ende haben wir dann halt einen Außenbereich mit Geländebereichen. Das würde ich dann abschließend dann halt auch noch zeigen wollen. Gut, dann würde ich jetzt starten und wir haben jetzt hier unser Projekt. Wir haben einmal das Gebäude oder die Werkfeuerwehr als Gebäude. Dann habe ich ein zweites Modell. Da habe ich einen Lageplan hinterlegt aus der Entwurfsphase und das ist jetzt unser Anfangsmodell. Das starte ich jetzt mal. Da ist jetzt noch gar keine Gelände enthalten. Das werde ich jetzt entsprechend importieren. Ja, der aktuelle Stand, den wir jetzt hier sehen, ist halt die Werkfeuerwehr, das Gebäudemodell. Das ist jetzt schon fertig. Wir haben auch irgendwann mal einen Lageplan gemacht und in der Visualisierungssicht ist dieser Lageplan eingeblendet. Das kann ich jetzt hier mal auswählen. Ich kopiere das mal anders nach Modell. Wir haben also die drei Modelle. Das Modell, wo ich das Gelände erzeuge. Dann haben wir das Modell Lageplan. Da ist nur eben diese eine Sicht drin. Und ja, das Gebäudemodell der Werkfeuerwehr. Lageplan schalte ich jetzt mal aus. So stellt sich das ja dar. Und ja, vorbereitet habe ich eine Draufsicht und eine Schnittsicht und eine Visualisierungssicht. Ich wechsle mal in die Draufsicht und die benutze ich jetzt, um das Gelände zu importieren. Ja, im Register Gelände finden wir Gelände Import, Gelände Daten importieren. Das ist wie gesagt ein Zusatzmodul zu Invicado. Und da habe ich eine Datei vorbereitet, eine Punktdatendatei. Die stellt sich nach dem Öffnen zunächst einmal so dar. Das ist ja der Import, der erste Dialog. Diese Dateien, die können getrennt, haben verschiedene Trennzeichen. Das kann ein Komma, ein Leerzeichen, Semikolon sein. Ich kann jetzt mal hier gucken. Ich habe die visuelle Kontrolle schon. Das passt so sicherlich nicht. In meinem Fall ist es eine Tab-Stop getrennte Datei. Das heißt, wir haben hier die fünf Spalten, wo die Informationen enthalten sind. 1 bis 3, so ist das jetzt hier aufgebaut. Das sind die Höhenpunkte. Einmal die XY-Werte, sozusagen Ost-Nord-Wert, und der Höhenwert ist in der Spalte 3. Und wir haben hier auch noch zwei zusätzliche Spalten, wo Informationen hinterlegt sind. Und die werde ich auch nutzen. Ja, ich schalte mal hier diesen Schalter dazu ein, damit ich für die Spalte 4, das wähle ich jetzt hier gerade mal aus, bei diesen Höhenpunkten, wo auch tatsächlich eine Information hinterlegt ist, dass ich da mir ein Attribut für den Vicado-Höhenpunkt erzeugen kann. Das Attribut kriegt einen Namen. Grenzpunkt nenne ich das Ganze. Also das ist der Attributname, der jetzt jedem Höhenpunkt zugeordnet wird. In der Spalte 5, da finden wir noch Informationen. Das sind offensichtlich, das ist eine fortlaufende Nummerierung der Höhenpunkte. Höhenpunktname nenne ich das mal. Das ist also der Attributname. Und mit diesen Attributen habe ich die Möglichkeit, die Höhenpunkte zu beschriften und auch, wie wir gleich sehen, wir noch weiter zu verwenden, um etwas zu suchen zum Beispiel. Ja, hier haben wir die Übersicht über den Inhalt der Punktdatendatei sozusagen. Am wichtigsten wahrscheinlich erstmal hier diese knapp 8 Meter Höhenunterschied, die wir da haben. Dann haben wir das NHN-Niveau, was ich hier eintragen kann. Ich gehe da einmal ganz kurz zurück und wir haben ja die verschiedenen Grenzpunkte und der Grenzpunkt 1, das ist für mich der Bezugspunkt und da haben wir die 251 Meter. Das würde ich jetzt hier als Bezug NHN für meine Vicado-Gebäudemodell nehmen. Ja, also das Vicado-Gebäudemodell mit dem Null-Ursprung wird jetzt hier der Bezug 251 zu NHN hier hergestellt.
Eine neue Sicht brauche ich nicht, da verwende ich die hier. Zum kleinen Hinweis, wir könnten auch rein theoretisch eine Vorlage auswählen, wo die Niveauangaben direkt nach dem Erzeugen dargestellt werden. Das ist in der Regel in der Praxis wieder so sein, wo wir sehr, sehr viele Höhenpunkte haben, wird man dann nichts erkennen können. Und deswegen lassen wir es einfach mal so, dass wir nur den Höhenpunkt importieren. Gut, der Import findet jetzt statt. Es wird jetzt in der Folie Gelände, das können wir hier im Modell halt auch ganz gut sehen, da ist eine Folie Gelände, da liegt das Gelände jetzt, ist das Gelände jetzt abgelegt. Und ja, das platziert sich jetzt dann halt so. Den Lageplan habe ich jetzt hier nochmal zur Orientierung hinterlegt. Das Gebäude, so wie es jetzt erstellt hat, ist auch ausgerichtet auf den Lageplan. Das heißt, das importierte Gelände müssen wir jetzt irgendwie noch zusammenbringen mit dem Lageplan, mit der tatsächlichen Lage des Gebäudes halt. Der Einfachheit halber würde ich jetzt hier mal die Darstellung des Geländes mal etwas anders ändern, dass es halt ohne eine Füllung ist. Und jetzt geht es mir um diesen Grenzpunkt 1. Den Grenzpunkt 1, den muss ich jetzt bei diesen Punkten, bei dem Import ja finden. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, das ist das Suchen, dass ich einfach diese Höhenpunkte mal nacheinander abklicke und gucke, wo ist denn 251.00. Das Objekt suchen, da haben wir allerdings auch eine Funktion. Das kennen wir ja schon, Objekt suche. Und dadurch, dass ich einen Höhenpunkt, ist ja ein 3D-Element und auch ein Attribut zugeordnet habe, nämlich Grenzpunkt, kann ich nach diesem Attribut suchen, also in meinem aktiven Modell. Die Eigenschaft, das sind ja normalerweise Objekteigenschaften, Dicken, Längen und so weiter. Aber ich habe jetzt auch ein Attribut hinterlegt und den finden wir hier auch. Ich habe mal die Suche eingestellt hier, Gelände Grenzpunkt. So, und da werden mir jetzt alle Höhenpunkte angezeigt, die jetzt einen Wert halt für diesen Grenzpunkt halt haben. Das sind 6 Stück. Jetzt könnte ich den ersten halt auswählen. Ich mache das mal so, dass ich eine Option wähle, größer gleich Grenzpunkt 1. Bedeutet, wenn ich hier auf Aktion ausführen gehe, dann werden mir alle Höhenpunkte, die einen Wert halt haben, entsprechend auch gleich markiert. Ich gehe jetzt mal auf Schließen und man kann es vielleicht hier erkennen, der Punkt ist markiert und der Punkt ist auch markiert. Wir haben ja insgesamt 6 Punkte. Und die kann ich jetzt, die sind ja noch selektiert, die kann ich jetzt entsprechend einstellen. Das war hier die Anzeige für die Höhe bekommen. Ich mache den Text mal ein bisschen kleiner. Und ganz wichtig, den Zusatztext. Da möchte ich also direkt an den Höhenpunkt auch eben diesen Text Grenzpunkt 1, Grenzpunkt 2 entsprechend dran schreiben. Dazu wählen wir eine Variable aus, das ist eben dieser Attributname, Grenzpunkt. So, wenn wir jetzt mal auf OK, auf Übernehmen gehen, dann sehen wir, dass jetzt alle diese 6 Punkte jetzt entsprechend dargestellt werden mit dem entsprechenden Niveau. Und da sehen wir auch den Grenzpunkt 1, der liegt also hier. Ja, und die anderen, die liegen halt innerhalb des Geländes da. Ja, das Gelände, das importierte Gelände, das markiere ich jetzt und ich verschiebe jetzt quasi, ja, meinen Grenzpunkt 1, den ich jetzt in der tatsächlichen Geländemodell halt habe, auf meinen im Lageplan markierten Grenzpunkt 1. Und damit habe ich jetzt das importierte Gelände mit meinem Lageplan, mein Gebäude quasi gematcht zusammengeführt. Ja, das ist jetzt mein Urgelände. Hier werde ich gar nicht mehr ganz so viel machen. Ich gehe mal in die Schnittsicht rein. Ich habe da ja einen Schnitt schon angelegt und das Erste, was ich vielleicht mache, ich mache die Dicke des Geländes, erhöhe ich jetzt mal, gebe ich mal 3 Meter halt ein, damit das Gebäude auch komplett vom Gelände eingeschlossen wird. Und das Nächste, was ich jetzt hier in dieser Bauphase noch mache, ist vielleicht, mir gefällt das jetzt nicht so ganz, dass das Gebäude so tief im Gelände drin ist. Ich würde das ganz gerne etwas höher anordnen, das Gebäude. Und ja, ich kann jetzt einfach mal über Strecke messen, hier diesen Punkt, also der Punkt wäre jetzt für mich ganz wichtig, da sind wir ungefähr einen halben Meter. Ja, diese halben Meter würde ich das Gebäude jetzt einfach nach oben schieben. Ja, das können wir im Registermodell machen, bei der geografischen Lage gibt es ja die Einstellung, der NHN-Bezug, den habe ich ja beim Import schon hergestellt. Und jetzt trage ich da einfach mal einen halben Meter mehr ein, das heißt, der NHN-Wert der vom Gelände bleibt ja erhalten an der Stelle, aber das Gebäude, der Bezug des Modellursprungspunktes wird jetzt einfach um einen halben Meter nach oben geschoben und dann sieht das Ganze dann halt so aus. Ja, in der Draufsicht, da würde ich jetzt einfach mal über das Register sichten, diesen Lageplan, den habe ich mir ja nur eingeblendet, einfach mal ausschalten und dann ist das so der aktuelle Stand.
Damit ist die erste Bauphase für mich abgeschlossen. Ich verlasse jetzt dieses Modell und ich wechsle jetzt zur nächsten Bauphase, nämlich wo ich die Baugrube erstelle. Und das mache ich jetzt in einem Duplikat von diesem Modell. Da gehe ich jetzt mal auf Duplizieren. Dieses Modell bekommt dann einen Namen, nenne ich mal Bauzustand. Und als Bezeichnung trage ich da hinten nochmal dran mit Baugrube. Das ist ja das Hauptthema heute, die Baugrube. Ja, damit habe ich jetzt ein neues Modell erstellt, mit dem ich jetzt weiter arbeiten werde. Beim Duplizieren in Mikado wird hier das Modell sofort geladen auch. Ja, und dann sieht das Ganze ja dann noch identisch halt aus. Ja, der erste Schritt, den ich da jetzt den ich gehe, ist, ich orientiere mich gerade mal hier in der Schnittsicht, die mache ich mal ein bisschen größer hier. Für die Geländeaussparung, für die Baugrube brauchen wir ja so ein paar Höhenwerte, so als Bezug. Ich gehe mal hier auf die Höhenquote, wähle mir mal eine Vorlage aus und da ist jetzt zunächst einmal da mein Nullpunkt sozusagen. Und für mich wichtig später gleich ist das Sohlenniveau. Wir haben hier eine Sauberkeitsschicht und die Platte selber. Bei minus 4,30 Meter liegen wir da. Wenn man den Wert an der Stelle hier NaN bezogen sich anschauen möchte, dann kann ich hier von den Eigenschaften der Höhenquote selber kann ich hier umschalten, dass da der NaN-Wert angezeigt wird. Das sind halt eben diese 50 cm mehr zu den 251,00. Das war ja der globale NaN-Wert. Gut, der nächste Schritt wäre jetzt Richtung Baugrube sozusagen. Wir haben jetzt einmal hier die Draufsicht, vielleicht vom Modell her nochmal kurz dargestellt. Vom Modell Werkfeuerwehr habe ich jetzt hier nur die Gründungsbauteile dargestellt. Wenn wir im Schnitt hier mal klicken, dann ist das einmal die Fundamentplatte, die hier dargestellt, und die Sauberkeitsschicht hier unten. Das wird hier dargestellt, im Moment in der Visualisierung noch das gesamte Gebäudemodell. Und der erste Schritt ist, dass wir wie gewohnt zunächst einmal eine Geländeaussparung erzeugen. Die Geländeaussparung kann über diese Eingabewerkzeuge definiert werden. Neu ist halt auch eine spline-orientierte Eingabe halt. Oder halt, wie ich jetzt hier nutzen werde, die Bauteilkontur. Da klicke ich jetzt einfach und sofern das Ganze dann entsprechend geschlossen ist, wird dann die Geländeaussparung auch erzeugt. Und ja, das ist ja der Stand, so wie wir ihn bisher ja kennen auch. Es wird quasi das Gelände ausgestanzt. Ja, ich schalte mal hier in der Visualisierungssicht die Sichtbarkeit mal etwas um und schalte mir hier auch nur das Modell Gründung dazu, den Abschnitt Gründung besser gesagt. Ja, so sieht das Ganze halt aus. Ja, nächster Schritt ist ganz klar, müssen wir einmal der Geländeaussparung mitteilen, wo das Sohlenniveau liegt. Das finden wir im Kapitel Allgemein. Da gibt es einen Eintrag Sohlenniveau. Bei minus 4,30 Meter liegen wir da ja. Ja. Und dann haben wir das Ganze dann halt so entsprechend halt definiert. Ja, das ist so der Stand, den kennen wir so bisher in Mikado auch. Wie entsteht dann jetzt eigentlich die Baugrube? Die Baugrube ist eine Eigenschaft von der Geländeaussparung. Und das finden wir ja, da finden wir ein eigenständiges Kapitel, Baugrube. Und wir aktivieren es einfach für die Geländeaussparung, die Baugrube. Grundsätzlich kann man einheitlich die Böschungen, also die Böschungskanten ringsherum, einheitlich definieren, inklusive Arbeitsraum auch. Das mache ich zunächst einmal auch. Ein halber Meter Arbeitsraum, 60 Grad Böschungswinkel, das ist so eine grundsätzliche Standardeinstellung. Dann sehe das Ganze dann halt dann so aus. Ja, die Baugrube selber, wenn wir uns jetzt mal die Geometrie jetzt mal anschauen, die wird wahrscheinlich so nicht ausgegraben oder erzeugt. Das sind jetzt so ganz kurze polygonale Abschnitte. Das würde ich jetzt nachträglich also nochmal anpassen wollen. Also ich lege jetzt einfach mal fest, dass so in dem Bereich die Baugrube bis zu dem Punkt also gerade durchläuft. Das können wir hier auch erkennen. Auf der linken Seite mache ich das auch mal. So, bis dahin soll das dann laufen. Genau. Hier vorne lasse ich das vielleicht exemplarisch auch einfach mal. Ja, das ist so die Anpassung an die Praxis, wie die Baugrube dann tatsächlich dann auch ausgeführt werden kann letztendlich. Gut, jetzt sehen wir die Baugrube im Schnitt. Jetzt mache ich mal hier eine Bemaßung.
Das ist ja sehr hoch in dem Bereich. Gucken wir uns mal den tatsächlichen Wert halt an. Von da bis zu dem Punkt, das ist ja der Punkt im Schnitt an der Stelle. Das sind jetzt hier 5,20 Meter, das ist sehr hoch. Und ja, da würde ich jetzt an der Stelle einen Verbau halt vorsehen, eine Spundwand, die dort eingefügt werden soll. Und dazu wechsle ich jetzt nochmal die Eigenschaften von der Geländeaussparung. Ich habe ja erwähnt oder habe ja gezeigt, dass wir einheitlich ringsum alles identisch haben können, aber wir können auch je Kante, je Böschungskante separate Werte eintragen. Und zwar jeweils für die Breite des Arbeitsbereiches und auch des Böschungswinkels. Und ja, ich kann jetzt hier klicken und kann mir die entsprechende Kante halt raussuchen. Das wäre diese jetzt hier. An der Stelle möchte ich das senkrecht halt abbauen, abschalen sozusagen. 90 Grad kann ich jetzt hier eintragen. Das heißt, wir haben jetzt nur an der einen Seite das entsprechend geändert. Wir sehen das hier im Schnitt, glaube ich, auch ganz gut. Und ja, in dem Fall brauchen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Arbeitsraum. Das kann ich jetzt hier ganz individuell für jede einzelne Kante halt eintragen. Gut, nächster Schritt, Thematik, das sind die Bärmen halt. Ja, und die kann ich jetzt natürlich auch erzeugen. Entweder zunächst einmal einheitlich. Die Höhe lege ich mal hier so mit 3 Meter maximale Höhe fest. Die Breite lege ich mal mit 1 Meter fest und den Winkel nehmen wir auch für 60 Grad. Und damit haben wir jetzt ringsrum für unsere Baugrube halt entsprechend Bärmen erzeugt mit identischen Werten. Ja, auch hier habe ich die Möglichkeit, das individuell anzupassen. So ein kleiner Hinweis. Meisten von Ihnen kennen ja diese Symbolik hier mit Plus und so weiter. Ich kann auch mehrere Bärmen erzeugen und das dann auch wieder je Kante abweichend halten. Dass man sagt, also hier oben geht es dann nochmal weiter, wenn man das hier so ein bisschen nur bei 2 Meter beginnen lassen möchte. Also sehr individuell einstellbar. Je Kante abweichend wird, heißt jetzt, dass ich natürlich an der Stelle vielleicht da, wo ich das senkrecht jetzt abgestellt habe, an der Stelle vielleicht entscheide, da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Winkel, Böschungswinkel von 45 Grad. Dann sieht das Ganze dann so aus und vielleicht brauche ich an der Stelle auch mehr Arbeitsraum, 1,50 Meter halt, aufgrund des Winkels halt. Also das sind alles Dinge, die ich ganz individuell halt einstellen kann. Ja, das wäre jetzt so im Wesentlichen die Funktionalitäten. Vielleicht an der Stelle würde ich auch ganz gerne noch zumindest konstruktiv eine Spundwand andeuten. Dazu nehme ich mal ein allgemeines Bauteil, eine Wand als allgemeines Bauteil und stelle mir jetzt das mal kurz ein. Die Breite oder die Dicke der Wand stelle ich ein. Dann haben wir das Material, das sich das entsprechend darstellt. Da wählen wir mal Stahl aus. Ja, und in diesem Fall ist das ja einfach nur ein Element. Das heißt, verschneiden soll sich das auch nicht. Ein Element, was ich zur Darstellung benutze letztendlich. Ja, das zeichne ich jetzt zunächst einmal in der Draufsicht ein. Und gut, die Spundwand selber, das ist jetzt nicht Thema meines Vortrags. Die Bemessung, das kann natürlich auch an anderer Stelle gemacht werden. Aber ich zeichne jetzt diese Spundwand jetzt nur rein. Konstruktiv also als Übersicht halt ein. Auch die Höhe, das wähle ich jetzt einfach mal so rein grafisch. Gut, damit haben wir im Grunde genommen geometrisch schon einiges fertig beschrieben. Und als nächstes möchte ich auch natürlich einen Plan erstellen, einen Baugruppenplan. Der Plan soll natürlich nicht vom gesamten Gelände erstellt werden, sondern da möchte ich mir jetzt so einen Ausschnitt hier rausnehmen. Wir sehen hier gestrichelt eingezeichnet unser Grundstück. Und dazu nutze ich jetzt eine Detailsicht. Ich setze mir mal hier so einen Ursprung hin, weil ich möchte hier diesen Bereich, den möchte ich mit aufnehmen in meine Detailsicht. So. Das war jetzt ein bisschen zur Orientierung. Dann habe ich auch alles erwischt, was ich haben wollte. Es wird jetzt eine Detailsicht erzeugt. Die bekommt jetzt auch einen Namen natürlich. Baugrube Draufsicht. So nenne ich das Ganze mal. Ja, dann haben wir nur diesen Bereich halt definiert. Das Gelände selber würde ich jetzt auch ganz gerne etwas anders darstellen. Ich gehe mal hier in die abweichende Darstellungsvariante. Ich habe mir auch eine Variante angelegt. Ja, dann ist es halt so, dass wir hier verschiedene Darstellungen bekommen. Ja, normalerweise habe ich jetzt hier auch eine andere flächige Darstellung. Da wird mir das angezeigt. Also für die Böschungen kriege ich unterschiedliche Farben halt dargestellt.
Da haben wir jetzt ja auch die Geschosse eingestellt hier. Aber nicht die richtigen. So, Multifunktionsturm. Das Obergeschoss nicht. Da nehmen wir jetzt das Kellergeschoss. So, da haben wir das jetzt ja gefunden. Und das Lagergeschoss, genau. Das sind die Informationen, die ich da jetzt habe. Die Wand selber hier, das ist ja die Bau, das ist ja die Spundwand, die angedeutete Wand. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, wie es ist. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir für die Plandarstellung, ja, für die Plandarstellung auch natürlich eine Beschriftung und Bemaßung machen wollen. Ja, dazu erzeuge ich zunächst einmal die Bemaßung, Linienmaß. Da fange ich mal an, den Arbeitsraumbereich hier mir abzugreifen. So, und das ist ja der Bereich hier nochmal. Da fangen wir ein bisschen näher ran. So, das ist die erste Maßkette. Okay, das schalte ich mir mal ein bisschen größer. So, das ist dann die erste Maßzahl. Die machen wir mal ein bisschen größer. Oh, ist ein bisschen zu groß jetzt hier. Okay, und vielleicht auch mit einem anderen Stift dann dargestellt, dass wir es ein bisschen besser erkennen können. Okay. So kann ich die Bemaßung erzeugen. Ich verwende die jetzt nochmal. Nehmen wir einmal hier die Gebäudekante, dann haben wir den Arbeitsraumbereich. Da auch noch eine Gebäudekante. Ja, habe ich einmal zu früh bestätigt. Ich kann das Ganze hier auch modifizieren, nochmal ergänzen. So, und vielleicht abschließend auch nochmal im unteren Bereich die Bemaßung. Also die Gebäudekante, dann den Arbeitsraum. Das sind ja die wichtigen Werte, die ich jetzt hier brauche für meinen Baugrubenplan. So, das wäre so eine typische Bemaßung, die man vielleicht machen kann. Ja, für die Baugrundplan selber, Thema Bemaßung, da würde ich jetzt auch nochmal eine Höhenquote setzen wollen. Das ist zum einen der Wert für die Sohle, ja, da sind wir bei 4,30 Meter, vielleicht also hier auch nochmal der Wert für Oberkante Platte und im Außenbereich vielleicht die Haupteckpunkte auch nochmal rausgezogen. Das heißt, wenn ich hier klicke, das ist ja eine Funktion, die sich dann die Höhenpunkte, Höhenwerte aus dem Gelände herausholt. Da sind wir also bei 84 Zentimeter. Man kann das Ganze dann halt so beschriften. So, so. Und den Wert nochmal. Ja, damit haben wir die Beschriftung schon gemacht. Der nächste Schritt, und das ist jetzt auch eine ganz neue Funktionalität, wäre dann, brauchen wir vielleicht auch nochmal die Kennzeichnung der Böschungen. Das würde ich gerade eben mal machen, bevor ich die Gefällebeschriftung halt mache. Ich möchte die Böschung kennzeichnen. Das mache ich mit einem rein grafischen 2D-Polygon. Ich gehe mal hier in den Bereich Linie und da sehen wir halt, bei den Linien habe ich jetzt einen Symbollinientyp abfallendes Erdreich gewählt. Also das ist dann verbirgt sich hinter dieser Gruppe Symbole. Das habe ich dort halt entsprechend halt eingestellt. Ja, und mit dieser Linie kennzeichne ich jetzt meinen Böschungsbereich. Da fange ich mal hier links an mit den Punkten, fahre diesen Böschungsbereich ab. So, einmal ringsrum. Und dann einmal hier links nochmal. Bestätige das Ganze. Dann sieht das Ganze dann so aus. Da habe ich, glaube ich, einen Punkt nicht richtig erwischt. Ne? Könnte ich auch nochmal einen Punkt einfügen. So, dann verläuft das also direkt damit. Ja, der nächste Schritt ist dann,
nachdem ich das gekennzeichnet habe, die bei der Bemaßung die Gefälledefinition. Gefällebemaßung ist eine neue Funktionalität bei der Bemaßung. Damit haben wir also nicht nur die Möglichkeit, jetzt Baugruben und Bereiche aus dem Geländebereich, die geneigt sind, geneigte Flächen zu beschriften, sondern generell alles, was in Vicado an Flächen geneigt ist, kann ich damit beschriften. Wir kennen die drei Arten, prozentuale Beschriftung, ein Verhältnis, also Böschung bei 45 Grad zum Beispiel 1:1 oder eine Winkelbeschriftung. Ja, ich fange jetzt mal mit dem Verhältnis an. Ich möchte hier den oberen Bereich mal kennzeichnen. Ja, dann bekommen wir halt zunächst einmal diese Beschriftung immer von dem Böschungspunkt beginnend, die Richtung nach unten sozusagen. Man kann individuell hier ganz viel einstellen, deswegen mache ich das jetzt hier auch gerade mal. Grundsätzlich die Dimension oder die Art, also ist es ein Verhältnis, ist es eine Winkelangabe, ist es eine prozentuale Eingabe. Die Maßlinie selber kann man konfigurieren von Abmessungen. Ich schalte die jetzt mal aus, weil ich an sich jetzt nur einen Text erzeugen möchte, Böschung 1:1. Ja, 1:1 ist Stichwort, Nachkommastellen, die ich jetzt hier einstellen kann, die schalte ich mal aus. Wir sind jetzt dabei, 45 Grad ist noch 1:1. Die Ausrichtung des Textes ist normalerweise immer in Gefällerichtung, das kann ich aber umstellen. Ich möchte das ganz gerne auf 0 Grad haben. Ja, und bei jeder Maßkette haben wir ja die Möglichkeit, Zusatztexte zu definieren. Das kann man also hier dann im Kapitel allgemein aktivieren. Da schreibe ich jetzt hier mal Böschung als Text noch dazu. Ja, und dann könnte das Ganze dann halt dann so aussehen. Da haben wir also jetzt ein Böschungsverhältnis angegeben. In den anderen Bereichen, ich mache das jetzt mal exemplarisch, hier unten auch, Bemaßung, Gefälle, da würde ich jetzt vielleicht ganz gerne einen Winkel mehr rausgreifen. Ja, das wäre hier dieser Bereich, 60 Grad, das sind ja die 60 Grad Bereiche. Ja, da habe ich die falsche Fläche halt bestätigt. Ja, das ist halt auch, wird halt angeboten, wenn Vicado die Fläche nicht eindeutig erkennen kann, kann ich die natürlich hier entsprechend halt auswählen. Ja, und das können wir jetzt hier den Bereich halt auch nochmal übertragen. Ja, dann haben wir da die 60 Grad halt entsprechend halt eingestellt. Gut, das, was ich jetzt für die Draufsicht gemacht habe, würde ich auch ganz gern für den Schnittbereich machen, für den Plan. Ja, da gehen wir mal hier rein. Und ich erzeuge mir jetzt auch eine Detailsicht für die Plandarstellung dann letztendlich. Kriegt einen Namen. Schnitt nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, hier kann ich jetzt verschiedene Dinge auch einstellen. Also die Darstellung von meinem Gelände, da würde ich jetzt keine Füllung einstellen. So kann das Ganze dann so aussehen. Ja, hier bei der Wand, da würde ich jetzt vielleicht eine Schraffur mal definieren wollen. Das mache ich mal ganz unabhängig. Nehmen wir eine Füllung dazu, farbige Füllung vielleicht. So. Okay, gut, interessanter ist jetzt natürlich halt auch die Markierung des Geländebereiches. Auch hier wähle ich wieder ein Grafikelement, eine polygonale Eingabe. Vorlage habe ich mir mal angelegt, erdreich im Schnitt. Auch hier nochmal kurz der Hinweis, Linientyp. Da haben wir eben in der Gruppe Symbole verschiedene Linientypen, die wir da halt anbieten. Die können wir hier natürlich dann verwenden. Ja, und dann kann ich halt auch die Geländeoberkante sozusagen halt abfahren und da so eine Markierung halt einzufügen. Da gehen wir mal so rum hier. So. Ja, das würde ja dann so aussehen. Ja, für die Beschriftung, da möchte ich auch hier mal eine Gefällebeschriftung einfügen. Ich gehe wieder ins Kapitel Bemaßung, Gefälle und ich will jetzt eine Winkeleingabe möchte ich erzeugen. Da gibt es jetzt zwei wichtige Funktionen oder Werkzeugleisten, in der Werkzeugleiste Eingabebereiche, einmal einen angebundenen oder freien Punkt. Bei angebundenen Punkten sucht Vicado dann entsprechend Flächen
und werte die dann letztendlich aus. Ich kann diese Beschriftung aber auch ganz frei verwenden und kann dann halt mit einer Zweipunkteingabe den Winkel oder das Gefälle oder prozentuales Gefälle definieren. Der erste Punkt ist immer mein Startpunkt und der zweite Punkt wählt dann quasi den Winkel halt aus. Und so kann ich dann halt auch ganz frei von irgendwelchen Flächen, die da gesucht werden, mir entsprechend solche Markierungen halt setzen. Ja, ansonsten die Bemaßung natürlich, ist auch klar. Nochmal die Ölenquoten gesetzt. Ich fange mal hier unten an. Dann haben wir hier den Wert hier nochmal. Und den Wert auch nochmal. Und dann mache ich auch nochmal der Vollständigkeit halber eine Bemaßung. Einmal eine Höhenbemaßung. Und vielleicht zu dem Punkt, das ist ja der Punkt, genau in dem Schnittpunkt, den ich da jetzt gerade benutze. So, setzen wir das Ganze hier ab. Ja, und den Arbeitsbereich, in dem Bereich lege ich ja auch, bemaße ich halt auch nochmal den Wärme nochmal. Vielleicht den oberen Punkt auch noch. So. Gut, damit habe ich jetzt die zweite Bauphase quasi auch abgeschlossen. Ja, wir haben jetzt die Baugrube definiert, wir haben Pläne bemaßt und so weiter. Und jetzt kommen wir zur letzten Bauphase. Jetzt gehe ich mal hier aus diesem Modell wieder raus. Ich dupliziere nämlich dieses Modell wieder und erzeuge mir ein, sehe ich gerade, Bauzustand. Ups, ein bisschen falsch. Der Text stimmt nicht so ganz. So, eigentlich wollte ich da gar nicht rein. So. Na, schließe ich mal wieder. So, das wollte ich nämlich umbenennen. So. Bauzustand. So soll es heißen. Und den Bauzustand, dieses Modell, dupliziere ich jetzt auch wieder. Und damit würde ich dann ins endgültige Gelände quasi definieren. Gelände modellieren. Ja, als Beschreibung. Endgültiges Gelände. Genau. Ja, dritte Bauphase. Ich komme jetzt dazu, dass Außenbereich und so weiter, die Geländebereiche würde ich auch ganz gerne gleich nochmal einzeichnen zu modellieren. Ja, dazu muss ich so ein paar Sachen gerade nochmal umbauen. Ich benutze jetzt mal diese drei Sichten, diese Draufsicht. In den Sichten selber würde ich mal die Detailsymbole ausschalten. Und in der Schnittsicht auch, das ist ja dieses Rechteck hier, das markiert ja meinen Detailbereich. Das schalte ich jetzt mal aus. Ja, und jetzt passe ich unsere Geländeaussparung an, die gibt es ja nicht mehr. Geländeaussparung, da schalte ich die Baugrube mal aus und ja, das Ganze stellt sich ja dann so dar. In der Visualisierungssicht schalte ich mir nochmal die Modelldaten dazu. Ja, und dann sehen wir halt, dass wir hier in diesen Eckbereichen, da muss ich das Gelände halt auch nochmal anpassen. Das mache ich hier in der Draufsicht. Ja, ich könnte auch den Geländeaussparung jetzt für die Darstellung der Geländemodellierung auch nochmal neu erzeugen. Oder ich modelliere das halt mit der Funktionsstrecke Auftrennung nochmal nach. So, im Grunde genommen habe ich jetzt meine Baugrube wieder verfüllt. So kann man das diesen Arbeitsschritt halt nennen, sehen. Die Wand, die brauchen wir auch nicht mehr hier. Die kann ich mal weglöschen, dann sieht das Ganze dann so aus. So, jetzt habe ich das soweit vorbereitet, dass ich halt mein Gelände halt nochmal entsprechend modelliere. Als erstes schalte ich mir zunächst einmal nochmal den Lageplan dazu, weil im Lageplan selber ist nämlich der Straßenverlauf eingezeichnet. Das ist also dieser Bereich hier. Und genau auf Basis von diesem Bereich möchte ich jetzt einen Geländebereich erzeugen. Ja, und dazu selektiere ich das Ganze hier mal, der Bereich. Dann gehen wir ins Gelände, Geländebereich. Da wähle ich eine Vorlage aus, befestigt, Pflanzen, Saaten, Wasserfläche. Das sind die DIN 276 Bezeichnungen. Und als Material, Betonsteine, das lasse ich jetzt einfach mal so. Rechte Maustaste, Polygon. Also ich fahre jetzt hier diesen Straßenverlauf nicht manuell ab, sondern ich kann ein Polygon übernehmen und klicke jetzt hier einfach mal, bestätige das
Und dann wird mir dieser Straßenverlauf als Geländebereich erzeugt. Das sehen wir jetzt hier auch in der Visualisierungssicht. Ja, die Darstellung von meinem Lageplan brauche ich jetzt nicht mehr. Das schalten wir wieder aus. Ja, sehen wir gerade hier, der Geländebereich, den passe ich jetzt auch nochmal auf das tatsächliche Gelände der Vollständigkeit halber an. Ja, das ist ja das, was ich hier so über die Anfangs-Anfangs-Anfasspunkte, die Hooks auch machen kann, einfach, dann sähe das Ganze dann halt so aus. Ja, und jetzt haben wir schon mal den Bezug zur Straße hergestellt. Und im Moment sieht es jetzt halt so aus, dass unser Geländebereich sich noch so darstellt. Und wenn wir jetzt mal ganz dicht hier ranfahren, dann ist das so der Bereich, so wie sich das Urgelände sozusagen und die Baugrube dann ergeben hat. Das würde ich ganz gerne jetzt den Wert hier, greife ich mal gerade mal ab, das sind 3 cm. Das würde ich um 5 cm nochmal nach unten schieben wollen. Und der erste Schritt ist, ich planiere jetzt quasi so mein Gelände um das Gebäude herum. Das soll so eine horizontale Fläche, ein Plateau geben. Und das mache ich, indem ich halt eine Höhenlinie definiere. Eine Höhenlinie mit einer rechteckigen Geometrie. Und da habe ich die Möglichkeit, jetzt den Wert halt einzugeben. Wir sind ja hier bei 0 und ich habe ja gerade gesagt, ich würde das ganz gerne auf 5 cm runterbringen. Ja, dann gebe ich diesen Wert mal ein, minus 5 cm. Und jetzt kann ich diese Höhenlinie definieren. Da beziehe ich mich mal auf die Grenzbereiche. Das ist mein Eckgrenzpunkt hier. Und den unteren, den hole ich mir. Ich setze meinen Ursprungspunkt einfach mal da so ab, weil ich mich darauf beziehen möchte. So. Und ja, nach oben hin schiebe ich das erstmal ungefähr bis da so hin. Ja, und damit habe ich mir so eine Art Plateau jetzt erstellt. Das kann man hier im Schnitt ganz gut erkennen. Da haben wir die minus 5 cm, so einen horizontalen Bereich. Ja, den Höhenbereich, den kann ich natürlich auch nachträglich noch bearbeiten, weil ich vielleicht bezogen auf meine Grundstücksgrenze halt einen bestimmten Abstand halt einhalten möchte oder muss. Da trage ich jetzt hier unten mal den Wert 9 Meter halt ein. Ja, das ist so der erste Schritt, den ich mache. Und jetzt kann ich das Gelände halt von Geländebereiche definieren. Und zwar zunächst einmal hier in diesem Bereich, wo ich diese Höhenlinie definiert habe, ein Geländebereich befestigt. Das können wir zunächst einmal so lassen. Und als erstes möchte ich so in dem Bereich, na, dann nehme ich auch gleich mal gedrehtes Rechteck, möchte ich in diesem Bereich beginnen, bis zu dem Punkt hier. Und dann sieht das in der Visualisierung sich dann halt so aus. Ja, diese Geländebereiche kann ich jetzt vervollständigen. Mein Ziel ist, dass ich um das Gebäude herum diese befestigten Bereiche definiere, entweder mit einzelnen neuen Bereichen oder ich kann das also auch mit der geometrischen Funktion, mit der Strecke auftrennen. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Hilfswerkzeug hierfür. Kann ich dort halt meinen befestigten Bereich definieren. So. Und ja, das führe ich mal bis zu dem Punkt weiter hier hinten. So. Dann sieht das Ganze so aus. Den linken Bereich vom Gelände würde ich jetzt mit einem anderen Bereich oder mit einer anderen Art definieren. Das soll nämlich Asphalt werden. Da würde ich ganz gerne unterscheiden wollen. Das gebe ich jetzt hier mal polygonal halt ein. Schließe das. Na, dann sieht das Ganze dann so aus. So, das ist jetzt, sind die Geländebereiche innerhalb der Höhenlinie, die ich definiert habe, dieser minus 5 cm. Jetzt kommt noch ein Bereich, eine Verbindung sozusagen von unserem planierten Bereich zur Straße. Auch das mache ich jetzt im Geländebereich. Da bleibe ich mal bei dem Material Asphalt. Ja, da fahre ich so diesen Bereich ab. Und da schmiegt sich der Geländebereich natürlich jetzt an das Gelände so direkt dann halt an. Ja, ich gehe mal ein bisschen dichter ran hier. Ich fahre jetzt im Grunde genommen meinen Straßenverlauf halt ab. Da habe ich einerseits Höhenpunkte, die ich dort halt markieren kann. Gibt dann also auch hier einen grafischen Knick sozusagen. Ich schmiege mich so an die Straße mal dran. So, gehe ich dann schön dicht dran. Bisschen orientieren, so. Da auch und da.
So, der Bereich. Und ja, den Punkt hier oben, auf den will ich mich jetzt beziehen. Einfach eine Konstruktionslinie mal erzeugt. Und dann sieht das Ganze dann halt so aus. Ja. Gut, ja, ganz wichtig, was neu ist, wenn ich mal die Schnittsicht mal aktiviere hier, die Geländebereiche, sehen Sie schon, früher war es ja so, dass Sie sich auf das Gelände so draufgelegt haben, hatten aber keine Dicke sozusagen, das ist jetzt anders. Also auch bei den Geländebereichen haben wir die Möglichkeit, ein Sohlniveau zu definieren, zum Beispiel minus einen Meter, da vielleicht auch nochmal gerade eingetragen, minus einen Meter. Dann sieht das Ganze dann halt so aus. Ja, ja, das sind die Geländebereiche. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Jetzt würde ich ganz gerne erreichen, dass so dieser befestigte Bereich jetzt auf diesen Punkt zufährt, dass ich da ein bisschen Gefälle erzeuge. Wenn wir mal in der Visualisierung sich ganz dicht dran fahren, dann können wir ja hier auch erkennen, dass da noch so eine Kante, so ein Absatz halt ist. Wie erreiche ich das? Das mache ich einfach über eine Höhenlinie, die ich dort an der Stelle einzeichne. Wieder ins Kapitel, ins Register Höhenlinie, Gelände Höhenlinie, Linie, und da gebe ich jetzt den Wert von 0 ein. Dann sind wir ja auf Oberkante halt von unserer Halle. An der Stelle sind wir jetzt. Das trage ich jetzt da einfach mal ein. Ja, und dann sehen wir halt, dass wir dann mal, ja, vielleicht kann man es in der Visualisierung auch sehen, wenn ich mich mal so ein bisschen reindrehe hier, dass wir hier hinten am Gebäudebereich so einen kleinen Verlauf haben, ein Gefälle halt haben. Ja, das wird hier hinten bei dem Turm genauso sein. Da haben wir ja auch noch so eine Kante im Moment noch drin. Auch hier zeichne ich das Ganze nochmal ein. So, und dann wird das hier auch entsprechend halt angepasst. Ja, die befestigten Bereiche, die habe ich ja jetzt so definiert. Auch hier haben wir die Möglichkeit, mit der Gefällebemaßung, Gefällebeschriftung halt zu arbeiten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel prozentual nochmal das hier mir abgreifen möchte, dann klicke ich jetzt einfach mal hier hin. Und dann kriegen wir den entsprechenden Wert hier angezeigt, dass wir da ein entsprechendes Gefälle halt kennzeichnen können. Gut, jetzt schauen wir uns zum Schluss nochmal den Schnitt halt an. Im Endzustand würde ich ganz gerne natürlich auch die verschiedenen Bauphasen nochmal darstellen. Warum habe ich die Modelle immer dupliziert? Weil ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, ganz einfach die verschiedenen Bauphasen, Bauzustände auch nochmal einzublenden. Das können wir hier im Register Modell halt machen, indem ich die beiden Modelle halt auswähle, den Anfangszustand und den Bauzustand. Die werden jetzt zunächst einmal geladen. Ich mache mal die Schnittsicht ganz groß jetzt an der Stelle. Und ja, jetzt kann ich zum Beispiel hier zunächst einmal den Anfangszustand einblenden. Das war ja das Urgelände. Die Art der Darstellung ändere ich hier, dass ich also nur die Füllung mal ausschalte. Und den Linientyp wechsle ich auch gerade nochmal. Und vielleicht nehme ich da auch einen farbigen Stift dazu. So, das ist ja unser Urgelände, so stellt sich das dann dar. Vielleicht auch kurz noch eine Beschriftung gemacht. Dann nehmen wir in Konstruktionsrichtung, kann ich ja mit der Taste L, kann ich den Winkel hier herausgreifen. Und den Text, den wollen wir natürlich auch eintragen. Da schreibe ich mal Urgelände rein. So. Vielleicht auch die Farbe nochmal angepasst. Ja, und als letztes würde ich jetzt nochmal den Bauzustand auch hinterlegen. Und hier ändere ich die Art der Darstellung ganz einfach mal. Die Füllung schalte ich aus. Dann wähle ich einen anderen Linientyp für die Darstellung dieser Geländeoberkante. Und ja, als Farbe nehmen wir mal ein Rot. So. Dann sieht das Ganze so aus. Den Text, den kopiere ich mir jetzt einfach nochmal so und schreibe da Bauzustand mal rein als Text und als Farbe nehmen wir einen Rot. So, dann haben wir die drei Zustände sozusagen
an einer Stelle so ein kleiner abschließender Tipp. Wir sehen ja alle Referenzierten oder alle Elemente, die nicht in der aktiven Folie sind, die stellen sich dann so dar. Man kann über Ansicht, Bildschirmdarstellung, kann man diese gegraute Darstellung, dieses Blastzeichen kann man deaktivieren. Dann bekommt man das dann also so dargestellt, wie es letztendlich auch gedruckt wird. Ja, das war es von meiner Seite. Thema Baugrube, eine neue Funktion, die nun endlich in Vicado halt auch zur Verfügung gestellt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe jetzt weiter an den Markus.